Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist zwar erst Februar, aber ich habe trotzdem schon mal angefangen hier bei uns zu Hause mit ein bisschen Frühjahrsputz und habe unter anderem unser DVD-Blu-ray-Regal hier mal etwas aufgeräumt und vor allen Dingen unsere ganzen Anime mal ordentlich einsortiert und deswegen dachte ich, wäre es doch eine ideale Gelegenheit, mal unsere kleine Anime-Sammlung zu zeigen. Unser in dem Fall, es sind nicht nur Animes von mir, sondern auch Animes, die sich mein Schatz gekauft hat. Er guckt nämlich auch welche. Und fangen wir mal gleich an. Das sind nämlich welche von meinem Schatz hier. Das ist Alt Noir Zero. Das hier ist, glaube ich, ja, Staffel 1. Die hatte er schon ziemlich lange und vor kurzem hat er sich in Staffel 2 dazu gekauft. Ich muss diesen, den blöden Sticker hier nochmal entfernen. So, dann sind wir hier. Blame ist auch von ihm. Ältere kennen es wahrscheinlich noch, Captain Future. Haben wir letztes Jahr auf der Animagic gekauft und sie hatten irgendwie beide ja da. Also das ist nur die deutsche Fassung. Sie hatten auch die Box mit der japanischen Fassung drauf, die dann natürlich auch doppelt so teuer ist. Und mein Schatz sagt, er kennt halt sowieso nur die Deutsche, also reicht ihm die auch. Dann haben wir die dann eben halt mitgenommen. Dann haben wir hier, Cautious Hero. Das ist eins von mir. Ja, so eine von diesen typischen Isekai-Anime, ne? Der Typ landet in irgendeiner Fantasy-Welt. Gibt es ja endlos viele mittlerweile, aber die hier ist ganz witzig, weil sie auch so verschiedene japanische Rollenspiele halt so ein bisschen aufs Korn nimmt. Dann einmal hier Komplettversion von Cowboy Bebop. Das ist die Version aus Großbritannien, wo wir auch schon ziemlich lange. Dann, das dürften wahrscheinlich nicht so viele kennen, The Count of Monte Cristo oder Gankutsu. Ja, ist eigentlich nur... viele kennen die Geschichte wahrscheinlich, der Graf von Monte Cristo, halt eben in der fernen Zukunft als Science-Fiction-Version erzählt. Sehr toll animiert, sehr bunt vor allen Dingen, also sehr stylisch. Ja, dann habe ich tatsächlich auch irgendwas aus Japan. Habe ich vor Ewigkeiten mal gekauft. Das ist die erste japanische DVD von Cutie Honey Flash. Ich glaube, da sind die ersten 10 Episoden drauf. Und ich habe die damals einfach gekauft, weil... es lief ja auch mal vor Ewigkeiten bei uns im Fernsehen, aber seitdem niemals wieder. Und anders gibt's das halt irgendwie nicht. Und da hatte ich mal so die Idee so, ach Mensch, kannst du die ja mal kaufen. Es gibt ja auch noch 3 andere DVDs natürlich, dann die komplette Serie und ja auch noch den Film dazu. Muss ich vielleicht irgendwann mal vervollständigen. Dann hatte mein Schatz sich, glaube ich, auch vor Ewigkeiten mal gekauft hier, Evangelion 1.01. Jo, gehen wir ein bisschen weiter hier. Die erste Box von Free. Dann, Ghost Hunt. Basiert auf einem Mystery-Manga, der auch Ghost Hunt heißt. Gibt es leider nicht auf Deutsch. Gab es mal in der englischen Übersetzung. Das Lustige an der ist nur, dass der letzte Band nicht mehr ins Englische übersetzt wurde. Ja, und die Bände sind auch irgendwie total vergriffen und halt auch nicht mehr... Entschuldigung, ich muss mal anders hinsetzen und auch nicht mehr zu kriegen, also. Aber immerhin habe ich den Anime dazu. Ja, mein Schatz, großer Ghost in the Shell-Fan. Ja, wir haben Ghost in the Shell, the new movie. Dann hier, das Original. Und dann hier den zweiten. Und die haben wir, glaube ich, vorletztes Jahr auf der Animagic schon gekauft. Ghost in the Shell Arise. 3 Blu-ray Box. Die hier habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Given. Einmal die Serie, einmal der Film. Das hier ist auch von meinem Schatz. Hunter x Hunter. Ist ja gerade dabei, so die ganzen Blu-ray Boxen zu sammeln. Jetzt sind wir bei Band 5 immerhin schon. Kaleido Star ist auch ein alter Anime. Nicht Magical Girl, da geht es um Mädchen, die Mitglied von der Showtruppe wird. So ein bisschen so an Cirque du Soleil angelehnt.
Ist aber eigentlich auch ganz schön. Ist von dem gleichen Team animiert, was damals in den 90ern Sailor Moon auch gemacht hat. Deswegen ist das Stil recht ähnlich. Ja, Staffel 1 hier von Kamisama Kiss. Muss ich auch noch Staffel 2 mal irgendwann besorgen. Kiss Him Not Me, die Anime-Umsetzung. Die erste Box von Die Königin der 1000 Jahre. A Legend of the Galactic Heroes. Dann, ja, Love Life Staffel 1 und Staffel 2. Das sind auch die Versionen aus Großbritannien. Muss ich die restlichen auch irgendwann nochmal dazu kaufen. So, Entschuldigung, aber ich sitze hier irgendwie ein bisschen unglücklich auf dem Boden. Anders geht das hier leider nicht. Dann, ja, einmal Love Stage. Ich fand den Manga ja so schon witzig und deswegen habe ich natürlich auch noch die Anime-Umsetzung. Dann, ja, Madoka Magica. Einmal die Serie auf Blu-ray und dann hier auf DVD dann noch die drei Originalfilme. Ist alles die Großbritannien-Version. Dann hier noch Magia Record, die Fortsetzung. Das sind dann allerdings die deutschen Versionen. Ich weiß, gibt es auch schon eine Fortsetzung von, aber ja, so viel kann man sich halt nicht auf einmal kaufen. Oran High School Host Club. Anime ist ganz witzig, der Manga ist natürlich noch ein bisschen besser, weil er auch noch weitergeht. Der Anime behandelt ja nur einen kleinen Ausschnitt quasi aus dem Manga. Planetes, Science-Fiction-Anime, aber recht realistisch. Hätte gerne auch nochmal den Manga irgendwie dazu, aber der ist leider auch Ewigkeiten schon vergriffen. Dann, ja, eine sehr schöne Anime-Serie, schöne Magical-Girl-Serie, Petir. Ist leider hier bei uns nie als Manga erschienen und auch nicht als Anime. Und das hier ist die DVD-Version aus Australien, ja. So, anders war das irgendwie nicht mehr zu kriegen und gut, das hier muss ich, glaube ich, vorstellen, ne? Sailor Moon Crystal, Staffel 1 und Staffel 3. Ja, Staffel 2 fehlt mir noch. Muss ich nochmal irgendwie dazu holen. Und es wäre auch sehr schön, wenn Sailor Moon Eternal vielleicht auch mal irgendwann erscheinen würde, ne? Und vielleicht dann auch irgendwann mal Sailor Moon Cosmos. Ja, dann haben wir hier die komplette Serie Super Sonico. Habe ich letztes Jahr, ich glaube, alle drei für 30 Euro auch auf der Animagic gekauft. Ja, schöner Preis, muss ich sagen. Dann, ja, einer von diesen unzähligen Idol-Anime, die es gibt. Tsukuta, die Animation. Ist leider nur die erste Staffel. Ich hoffe, dass da irgendwann vielleicht noch mal eine zweite irgendwie erscheint. Das ist, ich glaube, sogar amerikanische Blu-ray, die aber ja auch unseren Ländercode hat. Also, das war ganz schön und aus demselben Genre, ja. Uta no Prince Summer, auch Staffel 1. Ja, ist auch die amerikanische DVD, aber wir haben zum Glück den DVD-Player, der die auch abspielen kann. So, dann, ja, einmal Violet Evergarden, die Serie. Einmal komplett hier als Blu-ray aus Großbritannien. Sind natürlich jetzt keine super duper Extras dabei, aber dafür ist die Serie halt komplett. Und dann habe ich, glaube ich, auch auf der Animagic mitgenommen letztes Jahr, das Live im Konzert. Sehr, sehr schön. Ja, dann, ja, das kennen vielleicht auch noch einige, Wedding Peach. Diese beiden Boxen sind auch aus den USA, weil da ist Wedding Peach halt auch auf DVD erschienen und ich habe mir die beiden nochmal zugelegt, weil auf den deutschen DVD-Boxen mir gefallen die Untertitel einfach nicht, weil die Untertitel einfach nur die deutsche Synchro sind und die Untertitel hier sind halt direkt aus dem Japanischen übersetzt und ja, deswegen fand ich die schöner. Es gab die früher auch als Einzel-DVDs, auf den Einzel-DVDs waren auch noch so Extras mit dabei, die es zum Beispiel auf den deutschen DVDs gar nicht irgendwie so gab, da waren dann Interviews mit den Sprechern und den Sprecherinnen und alles irgendwie drauf. Die sind hier leider auch nicht mit bei, aber sei es drum. Aber dafür ist die komplette Serie drauf. Inklusive sogar, glaube ich, noch den Deluxe-Episoden. Und ja, das hier ist auch ein netter kleiner
Magical Girl Anime, Wish Upon the Pleiades. Das hatten wir, glaube ich, als wir bei der ersten Animagic waren, gar nicht mal auf der Animagic selber, sondern ich glaube, den gab es damals in Mannheim, als der Saturn noch da war, gab es die alle vier, die Blu-Rays auch mal irgendwie so als Bundle quasi, ich glaube für 20 oder 25 Euro oder so. Und da habe ich gedacht, so, ja, eine komplette Serie für den Preis, ja, nimm mit. So. Und dann, ja, ach, ich glaube, muss ich mal hier ein bisschen schräg stellen, sonst fällt das ja alles um. Dann hier auch die britische Fassung von Holic oder Triple X Holic, wie man es mal das sagen möchte. Ne? Die Serie von Clamp. Und ich aber noch hoffe, dass irgendwann mal die Neuerscheinung von Manga irgendwie hier erscheint, aber naja. Hoffen wir das Beste. Und für mich als Eiskunstlauf-Fan natürlich ganz toll. Yuri on Ice. Ja, verstehe ich auch nicht, warum es den nicht hier auf Deutsch in der Veröffentlichung gibt, aber naja. Das hier ist auch ist das die britische Version? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Und das kann auch die amerikanische sein. Auf jeden Fall, es ist DVD und Blu-ray und ja, lässt sich auch wunderbar bei uns hier abspielen. Und jo. Gut, klein, fein, überschaubar, aber ich würde mal sagen, ja, so schlecht, denke ich mal, ist unsere kleine Sammlung nicht. Und ja, natürlich, wir haben beide auch noch eine ganze Menge Fansubs und so. Von Anime, die es halt nicht einfach so zu kaufen gibt und jo. Und ich halt auch immer Ausschau, das ist gewiss, wo man gewisse Sachen finden kann und ich kann auch nur jedem raten, wenn ihr irgendeine Anime-Serie sucht, die es nicht hier bei uns gibt, dann guckt einfach, macht mal den Blick nach UK oder rüber in die USA oder wenn ihr Französisch könnt, zum Beispiel auch nach Frankreich, also da gibt es auch eine Menge auf DVD, auch ältere Anime, die es hier bei uns nicht gibt. Also es lohnt sich wirklich damit, ein bisschen über die Grenzen hinaus zu gucken. Ne? Wenn ihr natürlich auch perfekt Japanisch versteht, könnt ihr euch natürlich auch Sachen aus Japan holen. Müsst nur dann damit rechnen, dass sie natürlich auch relativ teuer sind. Ne? Weil DVD und vor allen Dingen Blu-ray aus Japan sind, ja, kosten eine Niere so ungefähr. Ja, okay, meine Lieben. Ja, das war neu geordnet, neu einsortiert unsere Anime-Sammlung. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Lieben. Macht's gut. Bis dann.